So, und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu Zusi 3. Ich bin's, der Bio, begrüße euch, freue mich natürlich, dass ihr da seid. Wir sind heute immer noch auf der VDE 8.1 unterwegs hier in Zusi 3. Wir stehen hier gerade am Erfurt Bahnhof und ja, ihr seht schon, ne, Zug fährt gerade raus, wir sind noch nicht aufgegleist. Fahr das Ganze heute mit einem schönen ICE wieder, ne, das Ganze jetzt so zurück. Allerdings wollen wir diesmal versuchen, pünktlich zu sein, nicht so wie in der letzten Folge. Aber ich dachte mir mal, wir drehen das Ganze einfach mal ein bisschen und fahren nach Teuern heute. Also das ist heute unser Ziel, was wir hier haben und mal gucken. Mensch, ein Frosch im Hals wieder mal. Schön. Ich würde sagen, wir gleisen uns erstmal auf und dann können wir auch ein Bild machen von unserem schönen ICE. Ich mag diesen ICE am meisten. Ne? Der hat eine richtig coole Form. So, dauert natürlich kurz, bis wir aufgleisen. Aber nun gut. Kriegen wir schon hin. Es wird auch gleich noch ein bisschen heller. So, Abfahrt ist hier 9.32 Uhr von Erfurt. Na komm. Jetzt brauchen wir gerade ein bisschen. Weiß nicht, wie spät das ist. Er macht gerade gar nichts. Ah, doch jetzt, das hat aber sehr lange gedauert. So. Jetzt gleisen wir uns immer noch auf. So, jetzt wird es aber schon ein bisschen mysteriös. Wo ist denn unser ICE abgeblieben? Da sind wir. So, schauen wir uns mal kurz mal unseren ICE an, das ist er. Heute unser Vehikel. Wunderschön hier in Erfurt. Traumhaft. Ach, Zusi ist toll. Seitdem, wie gesagt, die Strecke raus ist, die macht unheimlich Spaß damit rumzucruisen. Ja, das, ich habe jetzt bestimmt seitdem ich das Update habe, die Strecke bestimmt schon 3-4 Mal abgefahren. Das macht richtig, richtig Laune. Mal gucken, ob wir das heute hier natürlich in der Folge dementsprechend auch so hinbekommen. Auf jeden Fall freue ich mich. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Oh, was ist denn jetzt los? Achso, okay. Sagen Sie gerade, als ob er heute streikt hier so ein bisschen. Aber so. Wir dürfen. A-S-B. So, und los geht's. Ja. So viel dazu. Total entspannt hier. Los geht's von Erfurt. Wenn ihr Zusi besitzt, solltet ihr euch diese Strecke auf jeden Fall mal angucken. Also sie macht, glaubt mir, ohne Schiete, es macht unglaublich viel Spaß hier zu fahren. Also es ist schon schön. Es ist schon schön. Die Lernkurve geht auch relativ schnell nach oben. Wenn du das Ganze verstanden hast, dann ist das Ganze eigentlich schon ziemlich großartig. Wie das Ganze aussieht, wie es läuft, die Performance, es ist einfach nur. Joa. Mittlerweile habe ich persönlich nichts mehr gegen Zusi. War ja anfangs immer so ein bisschen, kann mich Zusi überzeugen oder nicht? Na, definitiv kann mich Zusi überzeugen. Aber gut, die Erfahrung muss man selbst machen. Da kann man jetzt keinem reinreden oder sowas. Das muss man halt wirklich selbst ausprobieren, ob ihm das gefällt. Wie gesagt, eine Demo gibt es. Ihr könnt euch Zusi alle runterladen. Da könnt ihr das Tutorial durchspielen und euch dementsprechend natürlich auch Zusi angucken. Aber wenn ihr das gemacht habt, glaube ich, der ein oder andere wird sich dann auf jeden Fall Zusi zulegen.
Gehe ich mal stark davon aus. So, grünes Signal, wunderschön. Ich brauche noch so einen Taster für unten, dass ich halt immer, wenn die Siefer erscheint, ich immer einfach nur so eine Taste treten muss. Ach, das wäre cool. Ich müsste mal gucken, ob man das mit dem Lenkrad irgendwie bündeln kann. Und man merkt natürlich auch die Geschwindigkeit, ne? Dadurch, dass das ein älteres Modell ist, sind wir hier deutlich langsamer unterwegs. Aber vor Max, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir hier bei 280. Also, wir werden nicht das Tempo brechen. Aber trotzdem versuchen wir natürlich den Fahrplan hier zu behalten. So, aber jetzt können wir auch allerdings ein bisschen Speed geben. Ja, sonst haben wir heute keinen Halt mehr. Also Erfurt war dann praktisch Abfahrt. Aber wenn diese Strecke komplett mal ausgebaut ist, wundervoll. Meilenstein 175 müssen wir 49 passieren. Kommen jetzt hier erstmal. Wie gesagt, Meilenstein 175, 9.40 Uhr. So, jetzt sind wir schon an die 200 dran. Wir gehen jetzt schon Vollschub. Großartig. Ach, ja, so kommt jetzt langsam so die Liebe zu Susi, weißt du? Wenn das so funktioniert, man das alles irgendwie erhändelt bekommt, die Tasten mittlerweile so doch schon drin sind im Kopf, weißt du, dann kommt Susi langsam zu so einem Lieblingssimulator ran, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe jetzt schon mehrere Stunden auf jeden Fall mit Susi jetzt schon verbracht, dass man davon wirklich halt reden kann, ja? Dass man so sagt, so großartig finde bis jetzt. Und wenn jetzt noch zum Release denn von Susi 3 jetzt noch die neue Strecke kommt, Düsseldorf-Köln, Köln-Düsseldorf. Oh ja. So, vielleicht war ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen zu leise. Hab jetzt mal den Ton noch mal ein bisschen angepasst. Ach ja. Uhr, wie gesagt, müssen wir passieren.
Das könnte schon auf jeden Fall ziemlich knapp werden, das Ganze. So, und damit erreichen wir auch unser VMAX 280 im AFB. Mehr geht nicht. Eieiei, wir sind ganz schön spät dran sogar. Jetzt habe ich mal gedacht, weißt du, dass das jetzt mal heute, naja, aber so allzu spät sind wir auch nicht. 175, ja, oder doch. So, ich meine, wir reden jetzt hier von, ja, 23 Sekunden zu spät. Ich glaube, das geht in Ordnung tatsächlich. Haben ein bisschen langsam beschleunigt. Das wird wahrscheinlich da unser Fehler gewesen sein. So, Meilenstein 154.2 müssen wir um 9.46 Uhr passieren. Es ist großartig. Ich habe jetzt auch letzte Mal so ein bisschen einfach mal so rumgestöbert, hier mal die ganzen Fahrpläne mir mal so ein bisschen angeschaut. Also das sind schon Fahrpläne bei, wo du echt über eine Stunde unterwegs bist, ja. Also kannst du hier auf jeden Fall, also von wegen nur so 20 Minuten Strecken oder sowas? Nee. So. Es gibt wohl auch Katastrophenfahrten hier, die man hier abschließen kann. Gerade jetzt natürlich mit dem neuen Beta-Update, gerade was das ETCS angeht, ne, da gibt es auch irgendwelche Störungen oder sowas, was man halt aktivieren kann, aber wenn du da halt noch nicht Meister drin bist, dann als, denke mal, als Anfänger sollte man das tatsächlich nicht probieren. Aber wie gut das einfach läuft, wenn der Train Simulator so gut laufen würde bei mir, das wäre nicht ein wirklicher Ruckler drin hier oder sowas, ja. Es läuft und läuft und läuft. Kann ich denn die Leute nicht verstehen, die dann sagen, dass sie bessere Grafik haben möchten. Aber gut, das ist wirklich Geschmackssache, denn ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den einen jetzt bevorzuge. Ne? Ich mag sie beide. Aber Zusi kommt gerade so auf die Welle an Simulatoren, die bei mir schon absolut Pflichtprogramm sind. Wie gesagt, weil ich halt überall die ganzen Sicherheitsfahrsysteme habe und alles sowas, ne? Also es ist schon, ja, also wie gesagt, aber das muss man halt selbst halt für sich entdecken. Schöne Tunnelpassagen. Ach ja, das ist schon schön. Das ist schon alles schön hier. Ich weiß ja nicht,
wie die aktuelle Lebensdauer so ist. Ich glaube, Susi 3 ist jetzt 3 Jahre alt schon, 4 Jahre, weiß ich gar nicht, 2 Jahre, irgendwie sowas in dem Dreh. Davor gab es ja Susi 2. Wie lange, was für eine lange Spanne der hatte, bis ein neues Susi kam. Wenn das jemand von euch weiß, der kann das ja gerne mal in die Kommentare posten. Würde mich mal interessieren, ob das jetzt halt eine Simulation ist, die alle 2-3 Jahre jetzt neu kommt, oder ob das jetzt eine Simulation ist, die jetzt, ich sag mal, 10 Jahre beständig ist halt. Weil hier geht man ja wirklich, weil warum aktualisiert man Spiele, damit halt grafisch immer besser wird und toller wird und schöner wird und hier mit Eye-Tracing und dann damit HDR und weiß ich, wie das ganze Zeugsgedöns heißt. Ja? Dadurch, oder das ist der Grund, warum man halt Spiele immer neu. So, 157. Nee, wir brauchen 154. Genau, das ist halt der Grund. Und, das ist ja jetzt ein Susi nicht halt, ne? Also Susi ist jetzt nicht Maßstab aller Dinge, was jetzt so in puncto Grafik angeht. Deswegen würde mich mal das brennend interessieren, auch Susi 2 sah ja natürlich nicht mal ansatzweise aus wie der Microsoft Train Simulator oder den Train Simulator an sich halt von Dovetail Games. Ne? Das sah ja halt schon anders aus. Trotzdem hat er eine Fanbase aufgebaut halt, ja. Genau, Anschlag, mehr geht nicht. Über 52,6. Ja, einmal pünktlich passiert. Das freut mich. Meilenstein 137,8 kommt denn um 9.52 Uhr. Das wäre jetzt praktisch dann unsere nächste Zwischenzeit. Bitte mehr davon. Bitte, bitte, bitte mehr davon. Wirklich wundervoll. Absolut wundervoll. Dass man irgendwie vom Bahnhof zu Bahnhof fahren würde, ist ja wurscht, ne? Aber so vom Bahnhof zu Bahnhof wäre schon richtig genial. Ja, naja, das ist also so viel zu Susi. Ich find's klasse. Wie gesagt, ist er jetzt nur noch ein paar Tage, dann ist er ja erhältlich. Dann könnt ihr euch das alle kaufen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer hat einen Bock von euch auf Susi? Und wer kauft sich das von euch? Wer besitzt es noch nicht? Und wer hätte aber Bock drauf und kann sich das nicht leisten? Oder was weiß ich? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Mich würde das aber echt brennend interessieren. Wie gesagt, wir werden jetzt Susi halt fest jetzt ja sowieso in unserer Let's Plays damit aufnehmen, hatte ich ja schon bereits angekündigt gehabt, dass das Ganze ja jetzt fester Bestandteil ist hier in Susi und jetzt nicht nur zum Release jetzt, wir jetzt hier ein paar Susi-Folgen aufnehmen. Dass das Ganze, ich will es mir halt wirklich genauer anschauen, vielleicht, wird das ja doch meine absolute Lieblingssimulation neben OMSI. Bei Lotus muss man halt noch ein bisschen warten, wie sich das Ganze noch entfaltet. Da kann man im aktuellen Zeitpunkt noch rein gar nichts sagen. Die Ansätze auf jeden Fall sind schon mal großartig, die sie da in Lotus da halt haben, aber jetzt muss noch das komplette Ganze kommen, um da zu sagen, ob das halt in die Top 3 gehört. Aktuell steht da bei mir da nur OMSI drin. Der Eurotruck-Simulator, der Landwirtschaftssimulator. Das sind so diese Top 3 Simulatoren, die ich so habe. Wäre natürlich cool, wenn sich das Ganze denn von Susi und Lotus denn ablösen lässt halt.
ich den beim Wirtschaftssimulator auch schon Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. So 139, 8. So, wir brauchen 137, 8. Aber auch dieses werden wir schaffen mit fast 3 Minuten Verfrühung sogar. Mit fast 3 Minuten Verfrühung. Jupp. So, Thailand ist jetzt 9.56 Uhr. Zum Ende hin, weißt du, bekommen wir dann auch noch die 270. Jetzt wollen wir gleich abbremsen müssen. Was ist das gemein? Oh, dass ich jetzt so abgequält, weißt du, und dann sowas. So, alles klar. Wir gehen jetzt in den Bremsvorgang. So, gelb zeigt er uns jetzt an, weil wir jetzt wirklich bis runterbremsen müssen. Es kommt auch ein Warnton, falls ihr nicht schnell genug seid mit dem Bremsen, mit dem Abbremsen. Dann wird dieser Punkt hier, ich gucke mal gerade, seht ihr hier, der Punkt hier, der wird immer größer und piept dann anders. Ja, falls ihr diese Bremskurve zum Beispiel jetzt nicht erreicht. Ein bisschen zu schnell, Bremsvorgang. So, mal wieder ein bisschen lockern. Er begleitet uns jetzt bis zum Stillstand. So 9.56 Uhr.
123,3. Und damit sind wir Stillstand. Wir haben das Ergebnis 60%. Niedriger Schwierigkeitsgrad ist das Einzige. Sonst haben wir alles absolut erfolgreich hier abgeschlossen. Ja, man müsste vielleicht mal langsam mal überlegen, ob man da nicht mal den Schwierigkeitsgrad ein wenig anzieht. Müssen wir mal gucken, was da in den Optionen verlangt wird. So, Leute, das war's aber heute mit dem ICE 701 von Hamburg Altona nach München. Das Ganze, wie gesagt, von Erfurt nach Teuern. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr wollt gerne mehr sehen, dann lasst ein Abo und ein Like da. Freue ich mich drüber. Und sonst sehen wir uns ja, zur nächsten Folge zu Sie hier auf diesem Kanal wieder. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.